Wenn du in den Krieg ziehen würdest, würde ich dir definitiv einen Drink spendieren und dich zu mir nach Hause einladen. Warum wir uns getrennt haben. Du bist so charmant. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Chris. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Wir sind heute in kleiner Runde hier, denn die Kate ist ja erstmal nicht da. Schöne Grüße. Ja, die ist erstmal out of order. Die wird uns bestimmt hören. Out of office. out of order hoffe ich nicht. Ja, schöne Grüße von hier aus. Ich hoffe mal, sie hört uns. Ja, hat sie da WLAN, wo sie ist? Oder? Lustigerweise eigentlich ja, aber okay. Wohl in dem Zimmer, wo sie ist, keins. Okay. Das ist das Zimmer für die Internetsüchtigen, da hat man ganz ja, so in etwa, das ist gleich noch in Zug, aber sie hat ja einen sehr, sehr angenehmen Mobilvertrag von einem größeren deutschen Anbieter und hat da eine sehr gute Option drin. Wo okay. So Sachen wie Spotify und Netflix nicht gegen das Datenvolumen zählen. Das finde ich übrigens scheiße, dass da die Netzneutralität nicht gewährleistet ist, aber ist egal. Da wird das nämlich aufgeweicht durch sowas. Aber gut, lass uns mal. Ja, das ist immer das Gleiche. Wenn du es nicht hast, ist es scheiße. Wenn du es hast, finde ich es geil. Nee, es geht einfach darum, Netzneutralität muss eigentlich alles gleich behandelt werden. Da darf es auch halt keine Bevorzugung von Diensten geben, genauso keine Benachteiligung von anderen. Und naja, wir haben ja Filme geschaut gehabt und waren auch letzte Woche in der Sneak Preview und hatten dort den Film Semper Fidelis. Und das ist ja das Motto, ich glaube, das ist US Marine Corps, wenn ich mich da recht erinnere. Unter anderem. Und auch, glaube ich, von Illuminaten oder wie war das, oder von Freimaurern oder sowas. Also das sagt ja mehr oder weniger aus, dass man sich treu bis in den Tod ist, immer loyal sein. Und wir bekommen eine Gruppe von Typen anfangs so ein bisschen vorgestellt und wir erfahren, dass das alles irgendwie Reservisten sind. Die haben mittlerweile ganz andere Jobs und der eine ist Polizist, der andere ist bei der Feuerwehr. Weiß gar nicht, was die anderen, einer hat eine Autowerkstatt. Und die müssen immer mal in schöner Regelmäßigkeit auf den Marine-Stützpunkt fahren und dort irgendwelche Reserveübungen abhalten. Und eines Tages kristallisiert sich dann so ein bisschen heraus, dass sie wohl zu einem richtigen Kampfeinsatz mal mit müssen, weil die USA auch Reservisten einziehen. Und der Kampfeinsatz betrifft hier Irak. Und nachdem sie dann so erstmal sich da so gebührend verabschiedet haben mit viel Alkohol und sonst was. Und wir erfahren dann, der kleinere Bruder von der Hauptfigur, gespielt von Jay Courtney, der hatte wohl mal irgendwas, wo er auch eine Anklage hatte. Das ist wohl irgendwie noch ein bisschen offen. Das wird nicht so genau thematisiert am Anfang. Und der kleine Bruder, der will halt da auch mit in den Einsatz. Und so gehen die dann halt auch in Irak und was jetzt irgendwie so in 5 Minuten erzählt ist, hat irgendwie den dreiviertelsten Film gedauert, gefühlt, bis es dann endlich mal losgeht. Dann sind sie halt dort und ja, es kommen auch alle, nicht alle gesund wieder, sondern teilweise auch mit Wunden, sag ich mal, als Veteran, Kriegsveteran. Und dazu kommt noch, dass der jüngere Bruder dass der eine Anklage am Hals hat, die etwas, ja, der Richter legt das etwas überzogen aus und er muss dann wird sehr, sehr lange ins Gefängnis geschickt. Und in diesem Gefängnis leidet er sehr und sein Bruder, der Polizist halt, Jay Courtney, der hat auch, ja, ist auch daran quasi nahe fast nicht schuld, aber der hat ihn ja eingebuchtet, ja. Ja, also Schuld fände ich jetzt ein bisschen übertrieben. Nee, ja, es war also halt eine Kleidenschlägerei. Ja, genau. Er hat ihn halt eingebuchtet, was halt zu einem Zerwürfnis zwischen den zwei Brüdern geführt hat. Ja gut, aber, weil er hat seinen Job gemacht als Polizist. Ja, genau. Ich meine, letzten Endes hat man ja vielleicht dann doch irgendwie eine Wahl oder sowas, je nachdem, wie man das auslegt. Ob man sagt, okay, ich gucke jetzt hier mal weg und lass meinen Bruder fliehen oder so. Aber nein, er hat seinen Bruder verhaftet und das führt zu einem Zerwürfnis. Und als es dann seinem Bruder im Gefängnis sehr, sehr schlecht geht,
und das auch ja, über einen Bekannten ihm zugetragen wird, dann versucht er sich doch nochmal wieder anzunähern und schmiedet dann einen Plan, wie er seinen Bruder da rausholen kann aus dem Gefängnis. Ja, das ist irgendwie so, das passiert dann aber alles in irgendwie den letzten Minuten, also der ganze Film über ist eher so dieses diese Gruppe, diese Buddy-Thematik. Ich glaube, in dem Film spielt auch keine Frau irgendwie eine nennenswerte Rolle. Das sind alles nur Typen. Doch, die Ex-Freundin von dem einen. Ah ja, aber hat die mal mehr als drei Sätze gesagt? Ja, sie ist nachher fürs Alibi zuständig. Ah ja, aber also, das ist ja mehr oder weniger Staffage hier in dem Film. Also, das ist irgendwie so ein Film nur mit Typen. Also, das ist so ein Film, denke ich mal, auch so von der Zielgruppe her ist das so ein DVD-Blu-Ray, die man sich anschaut auf der Stube, wenn man bei der Armee ist oder so. Und man sagt, hey, ja, oder so. Keine Ahnung. Oder irgendwelche Typen da sitzen. Ja. Ich glaube, so, das soll so die Zielgruppe sein. Und ja, es war sehr, hat sich sehr gezogen die ganze Zeit irgendwie, oder? Das war. Ja, ein Stück weit schon. Also es war schon so ein bisschen zäh und er hat sich halt auch super ernst genommen, obwohl die Jungs eigentlich immer total gut drauf waren. War auch sehr schlecht gespielt teilweise, also nicht nur teilweise, über lange Strecken. Das ist richtig. Stereotyp also, ohne Ende, die Leute. Also, ja, aber es ist schön auch von jedem einer dabei, also das muss man auch mal sagen. Das haben sie schon ganz hervorragend da inszeniert, dass eigentlich überall einer drin war. Aber es klingt jetzt viel schlechter, als er eigentlich war. Er war ja jetzt nicht eine Vollkatastrophe. Also. Das stimmt, also Vollkatastrophe war er nicht. Ich hätte mir halt mehr gewünscht von dem, oh, wie planen wir das jetzt, den da rauszuholen, diese Heißplanung, sage ich mal. Und dieser Job an sich, wie sie dann eben das umsetzen, ja, das fand ich dann irgendwie alles sehr, sehr kurz. Und das ganze Palaver vorher, da waren so viele unnütze Szenen drin, die es überhaupt nicht so weiter gebraucht hätte. Ja, zum Teil, ja. Dann noch der Kampfeinsatz, das war dann auch wieder ein bisschen interessant, diese bedrohliche Stimmung, ja, sie fahren da irgendwo, sie müssen raus aus ihrem Lager und draußen gibt es halt so Sprengfallen und liegen Sniper irgendwo rum und so diese bedrohliche Stimmung, die dann aber auch relativ schnell vorbei ist, die Aktion. Also davon hätte ich gern mehr gesehen. Wovon ich weniger gebraucht hätte, ist dieses ganze, ah, wir gehen in die Kneipe und trinken ein und labern dumm und wir treffen uns dann mal noch da und reden und labern dumm und dann gehen wir dahin und labern dumm und also das hatte der Film zur Genüge gehabt. Also das war so ermüdend. Ja, das war halt irgendwie so ein bisschen der krampfhafte Versuch, die Charaktere zu zeichnen. Oder denen auch so ein bisschen eine Background-Story und alles zu geben. Wobei es mich echt immer gewundert hat, weil eigentlich der Hauptcharakter, von dem hast du jetzt in dem Fall irgendwie auch nie was mit einer Frau gesehen. Der war immer irgendwie alleine. Und du so denkst so, okay, der eine mit Familie, der andere, der wurde auch komplett ohne Familie oder sowas dargestellt. Der wo im Kran saß. Das, wie gesagt, ich glaube, da hat einfach an Charaktertiefe ganz arg viel gefehlt, die dann versucht wurde, durch eben diese Kriegsszenen oder dann auch diese Zusammenhalt in der Gruppe einfach aufzufangen und das hat nicht so ganz funktioniert. Na, der Film, was mich auch ein bisschen gestört hatte, waren einfach so handwerkliche Fehler, die mir dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt mal extrem aufgefallen sind. Aber das war auch irgendwie total schwankend, weil manchmal war es ziemlich gut gefilmt. So wie ich erwähnt hatte, die Szenen, wenn die mit dem Humvees da draußen rumfahren oder so oder auch später dann bei dem Heist, da waren auch ein paar Sachen dabei, die richtig gut waren. Und dann war wieder Szenen, die waren total schlecht. Ich weiß nicht, ob die da unterschiedliche Teams hatten, die das gedreht haben, aber da waren so gerade bei diesen Dialogszenen, wenn die dann so in der Kneipe sitzen, wenn dann irgendjemand so in die eine Kamera schaut und du weißt genau, okay, also irgendwie hat sich's komisch angefühlt und wenn man ein bisschen nachgedacht hat, okay, wo schaut er jetzt eigentlich hin? Weil die Person sitzt ganz woanders, mit der er gerade spricht und so. Also irgendwie hat es nicht gepasst oder wenn so eine Kamera mehrere Personen gezeigt hat und irgendjemand kam dazu und dann hast du die Kamera im Gegenschuss gesehen, dann hat es auch wieder nicht mehr gepasst. Also das hat sich irgendwie alles so seltsam angefühlt und dann habe ich angefangen so ein bisschen drüber nachzudenken, ja, es passt ja auch alles gar nicht hier so. Jetzt drehen die sich rum und dann müsste ja eigentlich die Person kommen und dann war irgendwie was ganz anderes und
Ja, aber dann auch so diese Heistplanung, ja, da haben wir uns ja so kaputt gelacht, ne? Also dann machen sie auf so einem Frühstücksbrettchen da die Zeichnung irgendwie so. Also sie planen dann etwas, wo wirklich jeder draufgehen kann dabei, ja, was wirklich extrem gefährlich ist. Und dann wird das so mit der Hand am Arm da irgendwie mal hingekritzelt auf so ein Blatt Papier, ne? Und nicht mal irgendwie, ey, die waren alle in der Armee und wissen, wie man irgendwie vielleicht einen Hinterhalt stellt oder wie man irgendwie einen Angriff plant. Vielleicht sollten sie zumindest schon mal irgendwas von Taktik gehört haben, wo man vielleicht mal so bestimmte Sachen mal ordentlich durchplant und auch teilweise einen Plan B hat, wenn Plan A fehlschlägt oder vielleicht sogar Plan C, D, F und so weiter. Ne? aber nein. Plan Z, D, F. Da geht ein was irgendwie ein bisschen schief. Jetzt steht da, oh, scheiße. Was machen wir jetzt? Da kann ja nichts schief gehen. Das ist ja super geplant. Dann völlig... völliger blinder Aktionismus, ja, und ach nee. Das fand ich so relativ witzig, das war diese Planung. Genau. Mhm. Auf dem Brettchen so, hier kommt der Bus zu stehen, hier liegst du und schießt auf den Bus, hier kommt der Bus ungefähr zu stehen, hier musst du dann das Funkstörgerät einschalten, hier hole ich ihn raus, alle verstanden? Ja. Ja. Der Bus müsste dann genau hier stehen bleiben. So. Wir schießen den Reifen bei einem Bus aus voller Fahrt kaputt und dann bleibt er genau hier stehen, wo ich das jetzt gerade auf dieses Frühstücksbrettchen gezeichnet habe. Hat er gesagt, in etwa. Ja, wo man schon dachte, ja, in etwa, alles klar. Also, ein bisschen Physik kennt oder selber mal Auto gefahren ist und weiß, wenn man bremst, ja, egal. Ja, man muss auch überlegen, er hat gesagt, er holt seinen Bruder da raus und alle, jetzt habe ich fast einen anderen Podcast zitiert gerade. So, ey, Morok, bist du bescheuert, was? Also, ey, spinnst du? Was ist los mit Fischmeck, was soll das? Fischmeck, genau. Was ist los, ey, bist du bescheuert? Kann man nicht machen, ey, das regeln wir so, ey, bababa und überhaupt und ja und also, okay, ja, na, ich frage euch nicht, ich mach das. So, okay, gönnt ihr, ne? Und völlig drauf ausgelegt eigentlich das Ganze, dass seine Kumpels auf jeden Fall mitmachen, die er eigentlich nur informiert hat. Und nach steigen die ja dann tatsächlich auch mit da ein. Das ist ja das eigentlich Spannende. So, ja, okay, ich mach doch mit. Ja, ich wusste das. Und ey, Alter, ich wusste das. Ja, ich wusste, dass du mitgemacht hast. Ey, war mir von vornherein klar, Mann. Ja, ey, du weißt, wenn es Schlägerei gibt, ruf nicht den Erik, aber ey. Genau. Also solche Sachen. Und ich habe echt gedacht so, alles klar. Also er kennt seine Jungs und verlässt sich da komplett drauf. Also es ist so, ey, ich habe übrigens geplant, dass wir uns nächste Woche alle mit heißer Lava übergießen. Ich wollte euch nur darüber informieren, dass ihr auf jeden Fall mitmacht. Was? Bist du verrückt? Und dann stehen sie nächste Woche doch da und übergießen sich mit heißer Lava. Machen sie die Eisbacken-Challenge also, mit heißer Lava. Ja, genau. Die Hot-Lava-Challenge. Und bis auf der eine, weil ich habe Frau und Kind. Ich kann nicht. Ich mach nicht. Ich hocke nur zu Hause und bewachs Telefon. Ja, super. Das war ich ein bisschen arg schräg. Oh Mann. Ja, also der Film war teilweise schon ganz schön arg dümmlich. Aber für eine Sneak fand ich den trotzdem noch irgendwie okay. War jetzt nicht so, dass ich gedacht hätte, um Himmels Willen, nee, was war denn das? Also ich hatte nicht diesen ich stehe jetzt auf und gehe raus, weil es so dämlich ist, Reflex. Weil... Es war halt irgendwie die ganze Zeit so... Ja, es war so okay. Ja, es war so, dann ging es mal ein bisschen, war es mal ein bisschen spannender und dann war es wieder zurück auf okay und dann war man so zwischendurch ein bisschen dümmlich und dann war es wieder okay und es war irgendwie so um die Mittellinie herum, so mal kurze Ausschläge nach oben, kurze nach unten, aber das war es dann halt auch schon. Also ich glaube, wir sind da auch nicht die Zielgruppe. Ich meine, ich war zwar damals irgendwie bei der Bundeswehr, aber es war jetzt, ich habe jetzt niemanden im Knast. Es war so ein bisschen so ein Film. Naja. Was aber in der Gruppe ist es ungefähr ausgeglichen. Also es ist ziemlich breites Mittelfeld. Von 3 bis 7 ist alles dabei. Ich glaube, ich muss auch noch irgendwie abstimmen. Oder? Wäre schön, wenn unsere Gruppe mit Ich habe eine 5 Leuten Punkte jetzt, gegeben. Wenn du da auch mitmachen würdest. Das wäre sehr schön, wenn ich du mitmachen würdest. Ich habe schon. Ich habe 5 Punkte und ich empfehle ihn aber nicht weiter. Weil ich wüsste nicht, wem ich den guten Gewissens irgendwie empfehlen kann. Das ist jetzt... Ja, guck. Ja. Das ist jetzt wieder dein Ding, weil bei mir ist, ich kann das immer irgendwelchen Schülern auf jeden Fall empfehlen. Naja, aber Schüler, ich weiß nicht, das ist so thematisch, so US-Army und so, weiß nicht. Ja, geht mal da rein, wenn ihr unbedingt Krieg spielen wollt, guckt mal, was passieren kann. Ja, gut, da gibt es aber andere Filme, die das vielleicht ein bisschen
eindringlicher zeigen. Zum Beispiel der Tom Cruise Film Geboren am 4. Juli oder sowas, der hat mich damals sehr bewegt, wo ich den geguckt habe. Oder Platoon. Ja. Platoon war ja damals auch so, ich meine, das Deutschland war zwar nicht im Krieg, wo ich gesagt habe, ich gehe zur Wehrpflicht, aber aus meiner Gymnasiumsklasse war es ja damals so, die meisten haben eher Zivildienst gemacht und ich hatte das auch überlegt und so. Und ich habe dann aber auch gedacht, wie es bei Platoon so war, nee, eigentlich, wenn man doch mal das wirklich mal kritisieren will, das ganze Thema, sollte man es dann doch auch mal mitgemacht haben. Und deswegen habe ich mich dann doch einziehen lassen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht bereut damals, was ich so... Also an dir ist ja der Kelch vorbeigegangen, glaube ich, ne? Du bist ja jünger, ein ganzes Stück jünger. Ich habe Zivildienst gemacht. Ach so, du hast, da war damals tatsächlich noch Pflichtdienst irgendwie? Ich war Zivi der Alten- und Krankenpflege. Ah, okay. Das ist was ich ganz ehrlich sagen muss, wovon ich heute auch noch immer zehre sogar, weil ich da so viel auch gelernt habe, auch im Umgang mit älteren Menschen. Das ist, ja. Ja gut. Ich möchte diese Zeit nicht missen, sage ich auch ganz ehrlich. Ja, okay, dann hat es ja sowohl dir als auch mir was, also die Grundausbildung war Banane, ist klar, da bei mir, aber dann danach, was viele halt nicht wussten damals zur Wehrpflicht, man kann das schon noch ein bisschen steuern, was man danach machen möchte und in welcher Bereich einen interessiert, man muss dann nicht einfach sich irgendwo zuteilen lassen und da war ich dann in Ulm auf der Wilhelmsburg-Kaserne und war da bei einer Stelle für Fernmeldekommando und habe da auch das ganze Computernetzwerk im Haus aufgebaut, weil die da alle keine Ahnung hatten damals. Und das fand ich total spannend. Also, da habe ich so viel gelernt, so mit Computertechnik und so. Ich meine, gut, das waren damals 386 DX40 mit Doublespeed-CD-ROM-Laufwerk. Das war damals der heißeste Scheiß. Aber ja, und genau. Und danach war ich dann noch eine Weile bei der Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und habe in der Abteilung Jugendoffizier, die Abteilung bestand aus zwei Personen, meinem Chef, einem Offizier und mir. Und ich bin dann mit meinem kleinen grünen Golf immer in die Schulen gefahren, in den Gemeinschaftskundeunterricht und habe dann den Kids Fragen beantwortet oder das mal so ein bisschen gezeigt, weil ich war dann nachher heimatnah, ich war dann nicht mehr in Ulm und da gab es halt viele, die in Ermangelung von Ausbildungsplätzen gesagt hatten, die Armee ist ein sicherer Arbeitgeber, ich verpflichte mich da, ohne das jemals gesehen zu haben oder überhaupt mal irgendwas gefragt zu haben. Ne? Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, da geht mal einer hin und beantwortet mal die Fragen, dass die überhaupt wissen, worauf sie sich einlassen, bevor die sich bewerben. Ja, und das war echt ganz gut. Und da habe ich damals auch hier, da gab es von der Bundeswehr ein Computerspiel, da durfte ich auch indirekt ein bisschen mit beisteuern zu Themen. Gab es für einen Amiga und Atari ST. Das Bundeswehr-Computerspiel. Das hieß Helikoptermission, kannst du im Internet noch finden. Da ach du Schande. Da hab ich ein paar Ideen. Das war quasi, weiß nicht, ob du es noch kennst, auf dem Amiga gab es Desert Strike. So ein Spiel, wo du aus so einer isometrischen Perspektive Wüstenkrieg gespielt hast. Und die Version von der Bundeswehr war dann, dass du quasi mit deinem Helikopter hattest du unten so eine Leiter dran, konntest du Leute retten und sowas. Aber ich sehe gerade auf YouTube gibt es hier so Walkthroughs und sowas. Ich werde mal mit verlinken. Genau. Ja, Punkte, also in Forum in der Facebook-Seite habe ich 5. Ich gebe hier 5,5. Aber ich empfehle nicht 5, weiter. 5,5, ja, so viel. Ich empfehle aber nicht weiter. Okay, ich habe eben in der Facebook-Gruppe und in unserem Sendungsvorbereitungsdokument, das wir hier exklusiv haben, wo nur auch wir Zugriff haben, 5 Punkte gegeben. Bestimmt. Und ein großer Tech-Gigant aus dem Silicon Valley hat da Zugriff. So, wie sieht denn da der Tipp für morgen aus? Der Tipp, das ist dann die Sneak Nummer 1048 am 6. Juli 2020. Und der Tipp heißt, es geht heiß her. Okay. Habe ich, glaube ich, noch nichts getippt. Nee, es war eigentlich ein Tipp eingegangen. Ich scroll gerade mal durch. Also es gibt einen Film, der heißt Sunburned. Der startet aber schon am 2. Juli. Da kann es also nicht sein. Was haben wir noch so Schönes, was vielleicht passen könnte? Es geht heiß her. Marie Curie läuft noch an. Elemente eines Lebens. Nein, ich glaube, bei Marie Curie wäre der Tipp völlig verstrahlt. Achso. Entschuldigung. Was ist denn das hier mit Russell Crowe und. Hoffentlich kriegen wir keinen Shitstorm. Deswegen jetzt ein Shitstorm. Das klingt ja ganz gut. Mit Russell Crowe, ein Film, der startet am 16. Juli. Der heißt Unhinged. Außer Kontrolle.
geht es darum, Rachel ist spät dran, als sie auf dem Weg zur Schule ihres Sohnes Kyle an einer Ampel mit einem fremden Autofahrer, gespielt von Russell Crowe, aneinander gerät. Obwohl seine Ampel grün anzeigt, ignoriert er das Signal. Als sie hupend an ihm vorbeizieht, wird sie zur Zielscheibe des wütenden Mannes, der offensichtlich nichts mehr zu verlieren hat. Der Fremde will ein letztes Zeichen in der Welt setzen, indem er ihr eine Reihe tödlicher Lektionen beibringt. Was folgt, ist ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel. Das werde ich mal tippen so. Okay, wo wenigstens mal ein Tipp drinsteht. Okay. Ich glaube, du schießt völlig daneben, aber ist was weiß ich schon. Mag sein. So, was haben wir noch geguckt? Heimkino. Es gab ja einen nagelneuen Film auf Netflix und ich habe diesen sogenannten Free ESC, hatte ich ja angeschaut gehabt. Ich habe auch sonst immer den Eurovision Song Contest angeschaut. Finde ich immer extrem cringe und ganz furchtbar so und ich lache mich da kaputt. Schon allein über die Sendung an sich. Und ja, bei diesem Free ESC, weil dieses Jahr fand ja nicht der richtige ESC statt wegen Corona, bei dem Free ESC von ProSieben, was ja Raab produziert hatte, waren ja auch aus verschiedenen, oder verschiedene Künstler sind für verschiedene Länder angetreten, also meistens welche, die, was weiß ich, wo irgendwelche Vorfahren hergekommen sind, das waren eigentlich alles irgendwelche deutschen Künstler oder deutschsprachige Künstler. Na jedenfalls kam da immer Werbung, so ganz kurze Teaser-Clips, die gingen manchmal nur so 5 Sekunden. Dann war es da mit Eurovision und Song of Fire und dann sah man irgendwie Leute singen, dachte ich, es sieht aus wie Will Ferrell oder so. Und ja, dann irgendwann am Ende in einem der letzten Werbeblöcke, wo dann mal ein etwas längerer Trailer lief, da war dann, stand dann wirklich da, Netflix bringt demnächst Eurovision, die, wie heißt das, Fire Saga oder sowas, The Story of the Fire of Fire Saga. Und ja, der lief jetzt, glaube ich, letzte Woche lief da neu an. Ich habe mich da mal rangetraut gehabt. Oder willst du den mal vorstellen? Weil ich habe ja Semper Fee schon da. Ja, nicht nur du hast dich da rangetraut, auch ja, genau. Ich habe mich da rangetraut. Weil ich fand aber die Idee, du hast kurz davon umrissen und ich so, ach du Scheiße, muss ich eigentlich sehen. Also der Song heißt Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Läuft auf Netflix, dauert 2 Stunden und 3 Minuten in der Kategorie Comedy und Music. In der Hauptrolle sehen wir als Lars Eriksson. Eriksson, Will Ferrell und ich mag Will Ferrell. Also, Der ist zuständig für Filme, meiner Meinung nach. Also der macht ja brutal viele Filme oder hat schon brutal viel Scheiß auch einfach gemacht. Aber irgendwie mochte ich das bisher immer. Also ich kann dir keinen Will Ferrell Film sagen, den ich nicht gut fand. Ganz wirklich. Also ich fand den immer irgendwie so, okay, ist irgendwie sei es Daddy's Home oder Daddy's Home 2, hatten wir auch in der Sneak in Daddy's Home. Anchorman, Megafilm. Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Es sind so unfassbar viele Erinnerungen einfach auch immer wieder. Weil ich kann mich tatsächlich, Ricky Bobby, König der Rennfahrer. Den hatten wir in der Sneak. Also Stiefbrüder, auch so. Also teilweise völlig Panne einfach. Aber trotzdem, da hat auch den Sherlock Holmes gemacht. Zwischen 2 Fahnen. Between Two Ferns. Ja. Also ganz aktiv, Will Ferrell muss man, glaube ich, nicht groß erklären. Also in der Hauptrolle Will Ferrell und seine Partnerin Sigrid Eriksdottir. Eriksdottir und Eriksson. gespielt von Rachel McAdams. Und Rachel McAdams ist ja für mich so eine Schauspielerin, so, ja, die ist, ich weiß nicht, ja und ja. Verstehst du, was ich meine? Nee, nicht ganz. Also ich mag sie durchaus. Ich verstehe, ich kann mir immer kaum merken. Also ich wüsste jetzt nicht spontan, in welchen Filmen die mitgespielt hat, aber wenn ich sie sehe, finde ich es immer okay. Also finde ich immer, spielt gut und traut sich auch an Sachen ran, wo sich kein anderer rantraut und so. Ja. Ja, also deswegen, das finde ich ganz cool. Und die beiden, der Film wird aufgemacht Pierce mit Brosnan. Einer. Pierce Brosnan, ja natürlich, Pierce Brosnan als Erik Eriksson, der Vater von Lars Eriksson. und den fand ich sehr geil in der Rolle, muss ich auch noch sagen. Demi Lovato spielt auch noch mit, falls das jemandem was sagt. Die Dings. Und Graham Norton als himself. Jedenfalls, der Film geht auf oder macht auf mit einem unfassbar starken Song.
Ein unfassbar schon, man sieht ein Musikvideo wirklich, wo du denkst. Fett produziert, ey. Ja, und zwar der Song Volcano Man. Und das kam immer in diesem Teaser, was ich vorhin erwähnt habe. Da kam man so, weg, nichts, keine Aussage, nichts, kein Text, gar nichts. So, was? Dann kam wieder normale Haarshampoo-Werbung. Und das hat mich schon fertig gemacht. Das hat mich, dieses erste Ding hat mich so fertig gemacht schon, weil ich gedacht habe, Alter, das kann jetzt nicht sein. Ist es den ganzen Film darüber ausgelegt? Und ja, es geht wirklich in die Richtung, dass eben Lars und Sigrid im Keller von Lars' Vater Songs einspielen, weil die beiden als Gesangsduo, als musikalisches Duo eben auftreten. Und von Kindheitsbeinen an hat Will Ferrell den Traum, beim Eurovision Song Contest mitzumachen, weil er sieht, aber damals mit allen Nachbarn und Freunden und tanzt dann vorm Fernseher und alle lachen sich voll tot, dem Vater ist total peinlich und Sigrid, das Nachbarsmädchen, fängt dann auch an mitzutanzen, die redet kein Wort oder hat damals nicht geredet, aber sie tanzt. Das fand ich auch so schöne Anspielungen. Weißt du, in dem einen ABBA-Song heißt es ja auch, bei The Winner Takes It All heißt es ja, ich konnte tanzen, bevor ich laufen konnte. Die konnte halt tanzen, bevor sie gesprochen hat quasi. Also das fand ich ganz arg schön, so ganz arg viele Anspielungen auch. Und dann geht's eben auf dem Weg dorthin zum Eurovision Song Contest, weil sie bewerben sich und die Jury aus Island hat einen ganz, ganz klaren Favoriten, nämlich Katjana, gespielt von Demi Lovato. einfach herrlich, weil ja, die halt so, die hat alles, sie ist blond, sie hat das Aussehen, sie hat den Körper, sie hat die Stimme, sie hat die Power, sie hat einfach alles und Island sagt, ey, ohne Scheiß, mit der gewinnen wir das Ding vielleicht und es kommt dann zu einem Vorentscheid und dann stellen sie fest, okay, es sind nur 11 von 12 Künstlern und wir brauchen einen 12. Künstler und das ist auch, da muss ich schon wieder so lachen, dann bei der Auswahl dann stellt er eine Kiste auf den Tisch und sagt, hier zieh einfach irgendeinen. Ist eh egal. Das war so, weil ich ja einen Kumpel habe, der mal bei Universal gearbeitet hat. Und das war, der hat immer erzählt, so ja, es gibt ganz, ganz viele Künstler, die da Tapes hinschicken, aber das kann man eigentlich völlig vergessen, weil alles, was da angeschickt wird, wird teilweise nicht mal ausgepackt, sondern kommt direkt in die Box of Broken Dreams, wie es bei denen heißt. Und genauso sah eben diese Box dann auch aus und einfach großartig. Und dann ziehen sie natürlich wen raus? Natürlich das große Gesangsduo Fire Saga. Und völlig überraschend gehen dann Fire Saga zum Vorentscheid. Da geht so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Ja. Und dann sitzt Will Ferrell abends oder nachts dann am Ufer, ist total niedergeschlagen. Sigrid kommt dann und tröstet ihn und sie schauen dann so ein bisschen positiver wieder in die Zukunft und dann macht es einen riesen Schlag und das Boot, wo die Party ist, mit den ganzen Künstlern aus Island explodiert. So, alle Künstler damit weg. Der Arm von Demi Lovato fliegt denen noch entgegen. Sehr, sehr krass so. Oh mein Gott, das ist Katjana. Also ihr Arm. Und dann schickt Island eben Firestorm zum Eurovision Song Contest. Fire Saga zum Eurovision Song Contest. Und das ist so geil dargestellt. Die ganzen Künstler dort, das ist so einfach herrlich. Also ich fand das so geil, wenn man sich dieses Eurovision Song Contest anschaut, wie das da abläuft, diese Partys, die Kostüme, die Leute, wo da mit rumlaufen und alles. Einfach herrlich. Es war. Waren ja auch viele Cameos von echten Leuten, die mal bei sowas mitgemacht haben dabei, ne? Ja, das ist das Nächste. Ich glaube, Conchita Wurst war auch dabei, ne? Mhm. Oder zumindest ein ziemlich gutes Conchita-Double. Also einfach nur mega gut. Es war so. Okay.
Das musste ich jetzt mal GEMA machen. Bedankt sich. Ja, ja, Ding Dong. Sie wollten nämlich immer in ihrer Heimatstadt wollten sie immer Songs spielen, aber mussten immer Ja, ja, Ding Dong spielen. Und die ganze Kneipe immer mitgesungen. Das war so gut. Also großartig. Also Will Ferrell so eigentlich. So ein Ohrwurm, ey. Ich habe den Farbe jetzt mal vor mich hingesungen. Ein totaler Earcatcher einfach. Und ja, man muss ja noch dazu sagen, also Lars Eriksson hat von zu Hause absolut keinerlei Unterstützung, weil alle nur sagen, er ist ein kompletter Spinner und ein kompletter Idiot. Das sind doch Fischer und oder der Pierce Brosnan oder so, die Kinder mal auf See raus, ne? Das versucht er da auch noch. Ja. Ich mag aber keine Fische, ich will die nicht anfassen. Ja, und dann kommt es halt dazu, dass sie tatsächlich auftreten dürfen beim Halbfinale des Eurovision Song Contests. Auch da geht ganz gewaltig was daneben. Wie hätte es auch anders sein können? Also, aber aus. Und das fand ich aber so schön, weil es war dann dieser Moment, wo du dran hockst und denkst dir, Alter, das passiert jetzt nicht wirklich. Vor allem, es war so vollkommen darauf hingearbeitet. Ich will jetzt das System nicht verraten, nur es war unfassbar darauf hingearbeitet mit, hey, du hast mein Kostüm geändert. Ja, voll toll, ne? Ja, aber der Schal ist schon sehr lang. Ja, voll toll, gell? Du weißt ganz genau, okay. Die Richtung ist damit vollkommen klar. Und überraschenderweise finden die europäischen Länder allerdings diesen Auftritt so unfassbar gut und unfassbar sympathisch, dass sie in die große Show wählen. Wie es dann weitergeht, das verraten wir jetzt mal noch nicht. Ob es Happy End gibt oder nicht. Aber ein bisschen Drama und so. Dann in zwei ja, natürlich. Jede Menge das Drama. Das hätte aber einfach eigentlich herrlich. Fast nicht gebraucht, fand ich, da dieses Drama, was da noch drin war. Ich hätte eher das so wirklich so als locker flockiges Ding da irgendwie laufen lassen. Ja, also das mit diesem Drama. Ich hätte es wirklich eher so, ich hätte es schöner gefunden, wenn das einfach so komplett durchgezogen worden wäre. Aber ja, es war trotzdem großartig. Nee, aber wirklich super. Also musikalisch fand ich es auch richtig gut. Ja, waren catchy Songs dabei, ne? So, das war. Ja, Ding Dong. Also, das war ja nur der eine, aber auch die anderen, was die anderen so vorgetragen haben. Da gab es ja diesen russischen Künstler, der dann. So, ja. Bisschen, auch, es war alles so absurd und man hat aber gemerkt, also Will Ferrell hat sich ja geäußert gehabt vor dem Projekt, dass er diese Eurovision, das irgendwie. Das findet er irgendwie total toll und deswegen wollte er auch gerne diesen Film machen. Er hat ja auch mitproduziert und alles und hat das mehr oder weniger auch mit sehr stark angeschoben, das Projekt. Und das merkt man auch an, dass ihm das total gefällt, dieses Absurde, dieses Übertriebene, dann irgendwie Klamotten, man präsentiert sich für sein Land und sonst was alles. Und ja, das merkt man dem Film total an, dass da jemand mit Herzblut dabei war und so. Aber ja, trotzdem so mit Augenzwinkern. Ich meine, genauso gucken wir das eigentlich ja auch fast alle, ne? Wenn wir Eurovision gucken, denke ich, oh Gott, was ist denn das und so. Ja, also ich gucke ja Eurovision Song Contest nur wegen der Musik. Ach so. Ja, ich weiß nicht, wie du das also. Ich finde es auch ein bisschen respektlos, wie du jetzt über die Künstler redest. Ich mag ganz allgemein so große Live-Events oder sowas, so globale Sachen mag ich eigentlich ganz gerne mal gucken. Also sei es nun die Oscars oder Eurovision und so, aber hier ist halt wirklich noch so dieser ganze Cringe, wenn die dann irgendwie so ganz seltsam, wenn da irgendwelche Leute auftreten und wo du denkst, ey, hat sich wirklich in dem Land, wo die Künstler jetzt herkommen, mal dieses Lied vorher jemand angehört oder haben die das schon mehr als einmal gesungen, dieses Lied, weil man merkt, die sind da völlig aus dem Tritt und so, also oder liegen völlig daneben vom Ton her und so. Naja, also ich finde sogar jetzt mit diesem, dass ja die meisten Einsendungen dann auf Englisch sind, finde ich fast ein bisschen schade, also man sollte wenigstens, dass da vielleicht irgendwie ein Drittel wenigstens in der Landessprache ist oder so, das fand ich immer noch ein bisschen schöner. Ja. Dass man ein bisschen so das Gefühl für die Landeskultur mitbekommen hat. Ja. Aber gut, ist halt so, ne? Geht halt immer weiter in diese Richtung. Aber der Film, ja, er hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rausholen können aus allem und ist auch, ja, bei Weitem nicht perfekt. Da gab es auch viele, viele Längen drin, aber allein Will Ferrell als Eurovisionskünstler, das ist herrlich. Und wenn man bedenkt, ja. Hier, Pierce Brosnan. Ich glaube, das ist seine erste Rolle, weil der hat ja privat einen ziemlichen Schicksalsschlag. Ich glaube, seine erste Rolle, die er danach wieder
angenommen hat, wenn ich das so richtig... Oh, das kann... Oh, aber ich kann mich das, nicht, das ist aber hier Insider-Infos. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, da ist doch irgendwie seine Tochter irgendwie ganz schlimm gestorben irgendwie. Und ich glaube, das ist die erste Rolle, die er danach wieder angenommen hat. Ich gucke gerade mal hier. Ja, das sind Insider-Infos, die bekommt man übrigens nur hier bei KinoCast. Ja, auf jeden Fall schön, Pierce Brosnan auch mal wieder zu sehen und so. Vielleicht auch so ein bisschen in so einer klamaukigen Rolle. Also der spielt auch den bärbeißigen Isländer da. Aber so gut einfach auch. Der dann aber doch irgendwie ein ganz warmes Herz hat und so. Naja. Weißt du eigentlich, warum Star Wars in Island kein Erfolg war? Warum? Weil die Hauptfigur Luke Vaderson hieß. Also schlecht war der jetzt nicht. Jetzt alle Hörer, die wir jetzt gerade gewonnen haben durch dieses unglaubliche Insiderwissen und dieses Ding, auf einen Schlag alle weg. Das ist auch Insiderwissen. Ja. Machen dann alle so wie in diesem animierten GIF aus der nackten Kanone, wo du dieses wo alle so Facepalm machen und dann das ganze Kino so patsch, so gleichzeitig. Naja, was gehen wir punktemäßig für eure Vision? The Story of the Fire Saga oder Story of Fire Saga. Ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass wir jetzt hier nochmal drüber gesprochen haben, ich gebe ihm jetzt tatsächlich doch 7 Punkte. Ich auch. Jetzt gebe ich ihm 7. Bei mir stand einfach vorher auch was anderes drin. Ja, Ding Dong. Ja, genau. 1, 2, unfassbar 3, gut. Ich muss mal den Refrain rausschneiden. Ich kann hier nicht spulen, ich kann nur abspielen. Ja, sehr gut. Geil. Also anschauen, wer ein bisschen was Amüsantes sehen will und Will Ferrell, wer mit der Art zurechtkommt. Also wer ihn liebt, der guckt das sowieso. Und ich habe noch einen Film geschaut. Das wird wohl jetzt der Downer der Heimkino-Session werden. That's a Downer, das ist ein Döner. Ich habe vor Jahren mal das japanische Original von You On, The Grudge, heißt der in unserer Übersetzung, geschaut von 2002. Und der kursierte da irgendwann mal auf Disc oder so. Und es gab ja 2004 dann das Remake. Auch produziert von Japan und USA mit Sarah Michelle Gellar. Den hatten wir damals auch in der Sneak Preview gehabt. Hat mich total umgehauen. Fand ich echt gut. Also eine der wenigen guten US-Adaptionen von so einem Thema. Also es gibt ja sehr viele schlechte Beispiele. Und The Ring war auch ganz gut, die US-Adaption. Das war ja alles so ungefähr in derselben Thematik. Und was fast ein bisschen Untergang war, wir hatten es, glaube ich, bei den Neustarts genannt gehabt. Es gab tatsächlich jetzt in 2020 einen Film, The Grudge. Und den gibt es seit 28. Mai auf DVD und Blu-ray. Und den habe ich jetzt mal gesichtet. Die Hauptrolle spielt Andrea Riseborough und Damien Bashir. Und John Cho spielt mit. Den kennt man vielleicht aus Harold and Kumar oder sowas. Vielleicht bekannteste Rolle. Und die Handlung ist eigentlich dieselbe. Das steigt ein bisschen nach dem US-Remake-Film ein. Man irgendwie die Frau verlässt dieses Haus und dann werden irgendwie so drei parallele Geschichten aufgemacht. Eine in der Vergangenheit, eine im Jetzt und eine so ein bisschen in der Zukunft. Wobei dann irgendwie weiß man nicht genau mehr, wo jetzt eigentlich der Hauptfokus sein soll. Ich glaube, es ist auf der Geschichte, die so ein bisschen in der Zukunft spielt. Also sprich, also wir gehen davon aus, dass das jetzt die Jetztzeit ist, die Zukunft. Ne? So, und dann werden zwei Geschichten aus der Vergangenheit parallel noch ein bisschen weiter erzählt, wo halt auch mit diesem Fluch was erzählt wird. Also ist zum Beispiel eine Stelle, da wird eine Frau im Auto tot im Wald gefunden, die ist schon total verwest und halb mumifiziert und sowas. Und da wird halt nachvollzogen, wo die hergekommen ist und was sie da gemacht hatte. So eine andere Geschichte ist dann mit John Cho und seiner Frau. Und John Cho ist ein Immobilienmakler, der so ein, ja, weiß er natürlich am Anfang noch nicht, dass es da so ein verfluchtes Haus ist, aber irgendwann, als er da mal in dem Haus ist und was machen will und dann den Besitzer anruft und sagt, hier, sie haben hier ihr Kind allein gelassen. Dann sagt er, welches Kind und so. Jedenfalls, dann weiß er, stimmt irgendwas nicht. Und eben diese Geschichte in der Jetztzeit, aber letzten Endes, ist es alles irgendwie nichts, also ganz, ganz furchtbar teilweise. Also es
ist irgendwie diese bedrohliche Grundstimmung von den Originalfilmen ist völlig dahin. Es passiert gleich am Anfang irgendwas, wo man denkt, ach, das ist aber jetzt lächerlich. Und so schafft es der Film wirklich gleich am Anfang, mich als interessierten Horrorfilm-Zuschauer so zu verlieren und nicht wieder zu gewinnen, weil sämtliche Sequenzen, die irgendwie so aufgebaut sein sollen, als kommt da jetzt was Gruseliges, die verpuffen dann irgendwie so oder sind halt so übertrieben lächerlich dargestellt. Das ist einfach, man kann auch nicht mal drüber lachen, ist einfach nur schlecht, der Film. Und was eigentlich schade ist, weil ich mochte eigentlich so ein bisschen diese Idee, dass dieser Fluch da entsteht, dass jemand auf gewaltsame Weise aus dem Leben scheidet und die Seele eben keinen Frieden findet und sich da irgendwo niederlässt und dann irgendwie die Leute in Beschlag nimmt. Und ja, aber das ist wirklich, nee, also von mir wirklich nur 2 Punkte. Ich will mich da nicht zu lange aufhalten, ich möchte den Film nicht weiter. Es ist wirklich ein Sammelsurium von verschenkten Möglichkeiten. Und ich meine, wenn man schon das Thema neu anfasst, das sind jetzt 16 Jahre her, seit 2004, da muss man wirklich was Neues mit reinbringen und nicht einfach irgendwie versuchen, das nochmal besonders verschwurbelt zu erzählen und auf verschiedenen Zeitlinien und so. Das funktioniert einfach nicht. Wo der Originalfilm so schön straight war, Familie kommt ins Haus, dann passieren gruselige Sachen. Und die wirklich gruselig waren, weil am Anfang wurde das eben noch nicht gezeigt. Das ist ja auch das, was zum Beispiel Steven Spielberg auf dem Kommentartrack von Der Weiße Hai sagt, dass es eben ganz gezielt so gemacht ist, dass man den Hai wirklich erst relativ spät sieht und am Anfang erst irgendwie gruselig und man weiß es nicht. Und bis man dann das Monster sieht, vergeht halt sehr viel Zeit. Und hier ist es halt völlig anders. Also man sieht gleich am Anfang irgendwas und das ist so lächerlich, dass man sagt, okay, der Film ist einfach, kann ich nicht ernst nehmen. Und ja, also 2 Punkte von mir. Nicht angucken. Do not look this at home. Watch this at home. Do not watch this at home. Or look. Oh, so, machst du mal hier die Neustarts auf, hier den Link. Dann fahre ich mal den schon. Trailer ab. Gut. Kinocharts und Neustarts. Oh, das ist jetzt noch so laut gewesen hier von Jaja Ding Dong. Ich bin ja vorbereitet im Vergleich zu manch anderem hier. So, na, ich hab's auch offen. Also am 9.7. läuft an Scooby, ein 3D-Animationsfilm. Hat das was mit Scooby-Doo zu tun? Nee, anscheinend nicht. Ja, wenn du es auch weiterliest, ja, und wenn du dir das Plakat anschaust, siehst du auch, dass es... Sieht ähnlich aus, ja. Hm. Das, natürlich ist es Scooby-Doo. Ich habe da sogar einen kleinen Trailer schon gesehen. Aber das sieht echt goldig aus. Aber jung, ja. Dann. Ja, ja, wie sie sich kennenlernen. Hm. Warum? Eine Origin Story. Okay, als Animationsfilm, ja. Genau. Dann läuft an Gretel und Hänsel, Fantasy Horror, der das bekannte Grimmsche Märchen aufleben lässt und Gretel in den Mittelpunkt rückt. Mhm. Aha. Hat man ja auch, glaube ich, mal getippt. Letzte Woche hast du den ganz heiß getippt, weil der Tipp war ja kleiner Bruder. Ja, genau, da geht es nämlich. Völlig falsche Fährte gelockt. Um den kleinen Bruder von Gretel. Hätte auch passen können. Hätte auch jemand anders Semper Fi tippen können. Kann man auch so sagen. Hätte, hat aber nicht. Ich darf ja nicht tippen. Schläft ein bisschen ein hier, Leute. Was ist los? So, es läuft auch noch an. Eine größere Welt. Eine französisch-belgische Koproduktion, wo meine Lieblingsdarstellerin nicht mitspielt. Da geht es da um Corinne, die für ihren Job in die Mongolei fährt, um in einer abgelegenen Steppenregion ethnografische Aufnahmen zu machen. Und sie erhält dabei mehr, als sie erwartet hat. Denn es eröffnet sich ihr im Trance-Zustand eines schamanischen Rituals eine weitaus größere Welt. Okay. Es läuft auch noch an, Harriet oder Harriet, nee, das ist wahrscheinlich Harriet, hat 2 Oscar-Nominierungen mitgebracht. Biografisches Drama über Harriet Tubman, die aus der Sklaverei floh und später selbst Hunderten von Sklaven zur Flucht verhalf. Mhm. Geht 2 Stunden 15, hoffentlich kommt der nicht in das Sneak. Der ist ein bisschen sperrig, ja. Paw Patrol läuft an. Mighty Pups. Der ja, Moment, hier muss ich gleich intervenieren. Wir sind in Deutschland, das heißt Paw Patrol Mighty Poops. Mighty Pups. Sabo, du sagst auch nicht Harriet. Sagst auch Harriet. Ja, das ist ja auch ein Name. Sagst auch nicht aber Mighty Poops. Scooby, sagst auch Scooby. Ich habe aber auch zu Bichente Lizarazu habe ich Lizarazu gesagt. Also Shame on you. Shame. Paw Patrol. Wer kennt sie nicht? Chase, Marshall und Everest. Und ihr menschlicher Anführer, na? Ryder.
Siehst du, du weißt ja gar nicht. Aber Ryder heißt jetzt Twix. Also. Sie werden von einem Meteoriten getroffen und entwickeln daraufhin Superkräfte. Schon bald stellt sich heraus, dass Harold, der Neffe des Bürgermeisters, Besserwisser, für den Einschlag des Meteoriten verantwortlich ist und von der geheimnisvollen Energie, die den Stein umgibt, profitiert. Harold mutiert zu einem riesigen Roboter und nimmt Ryder gefangen. Damit will er erzwingen, dass er zum Superbürgermeister der Abenteuerbucht wird. Wird ihm das gelingen oder schaffen es die Superhunde, seinen gefährlichen Plan zu verhindern? Also nachdem ich habe ja schon einige, also viele Folgen von Paw Patrol gesehen, zwangsläufig hier, wenn du einen kleinen Jungen hier zu Hause hast. Ne? Ich muss sagen, dass ob das mit dem Kanon abgestimmt ist, dieser Film hier, wage ich zu bezweifeln. Also das passt doch nicht hier. Also da hat sich doch keiner richtig Gedanken gemacht hier. Naja. Also Kinofilm wird bestimmt, denke ich mal, einige Kids und die Eltern. Du bist jetzt fertig mit Paw Patrol hier erzählen. Also. Es läuft außerdem noch an Sam Paffy, über den haben wir heute schon ausführlich gesprochen. So, das Beste kommt noch, läuft auch noch an. Eine französische Komödie über zwei Freunde, die im Glauben, dass der andere bald sterben wird, ihre alten Tage genießen möchten. Hm. Okay, der Rest sind Dokus, ich glaube, die machen wir nicht. Ja. Okay, ja, jetzt ist ja so langsam wieder richtig was los, so im Kinobereich, ne? So. Ja, wird auch Zeit, dass die Verleiher mal ein bisschen wieder hier... So, ich guck mal hier, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben sie wieder eine Top 5 bei den Innenstadtkinos in Stuttgart. Platz 5, die Känguru-Chroniken Reloaded. Chroniken. Oder Reloaded, wie du sagen würdest. Platz 4. Platz 4, okay. Ganz Akimbo. Läuft auch in der Original. Das heißt Guns Akimbo. Läuft auch in der Originalversion. In der Originalversion läuft auch Hotel Belgrad auf Russisch. Wow, ist Platz 3 hier. Ist ja krass. Hotel Belgrad. Kino. Im Kino. Takeover, voll vertauscht mit den Lochis. Tatsächlich. Takeover. Platz 2. Also die doppelte Lottchen-Komödie. Die. Quasi die doppelte Lochi-Komödie. Ach, und Platz 1. Die doppelte Lochi-Komödie. Das ist geil. Platz 1, völlig zu Recht, der Fall Richard Jewell. Sehr empfehlenswerter Film. Der läuft aber hier nur einmal noch, sehe ich hier. Das doppelte Lochchen. Das doppelte Lochi. So. Ja. Wir haben einen Explicit Tag. So. Ja, ja, spätestens jetzt brauchen wir eine. Ja, Ding Dong. So, Blu-ray-Neustart, wollen wir da mal einen Blick drauf werfen? Was gibt's denn da so Neues? Kommt da irgendwas? Ja, ganz hervorragend. Cooles. Blu-ray-Neustart. Hier mein Dingsel läuft ja eh nicht mehr. Blu-ray-Player. 6. Juli. Chaos auf der Feuerwache. Der lief auch im Kino jetzt so irgendwie. Das war der so kurz vor Corona noch gestartet. Ich glaube, der hat ganz schön abgelost dann dadurch. Ja. Mit John Cena. Aber dafür kommt ein anderer sehr cooler Film, der in der Sneak auch lief. Hm? The Gentleman. In diversen Versionen. Matthew McConaughey und so weiter. Der war richtig gut. Den hast du ja auch noch nachgeholt. Genau, ne? Habe ich nachgeholt, ja. Hat mir hier eine Rezensionsdisk. Ja, fand ich gut, weil Guy Ritchie macht anscheinend wieder gute Filme. Kann man wieder gucken. So, dann war es das mit den Neustarts und mit den Charts, dann gucken wir mal so ein bisschen in den News-Bereich hier rein. News. Eine News habe ich nämlich rausgefunden, was vielleicht für einige Kinofans interessant sein wird. Sky hat sein Programm überarbeitet oder seine Programm- und Abo-Struktur. Und zwar wollen die jetzt anfangen in Richtung, weil natürlich viele Kunden abgewandert sind zu den Streaming-Diensten, sagen, okay, hier Netflix, Disney Plus und was nicht alles gibt. Da kann ich auch Filme gucken, wann ich will und wo ich will, Tablet, sonst was. Und da kann ich monatlich kündigen. Und bei Sky, wer es vielleicht noch kennt, da gab es teilweise so 2-Jahres-Verträge oder 1-Jahres-Verträge auf jeden Fall, wo man sich binden musste. Und dann war nicht klar am Anfang, welche Rechte haben die überhaupt? Kann ich überhaupt das sehen, was ich sehen will? Stichwort Bundesliga und so. Und deswegen hat jetzt Sky angekündigt, sie wollen ihre kompletten Pakete mal überarbeiten. Da gibt es dann so Starterpakete und so diverse einfache Paketstrukturen wollen sie machen. Ich glaube, veröffentlicht haben sie es noch nicht, wenn ich es richtig gesehen habe.
Sie wollen es aber so machen, dass man auch zum Beispiel monatlich kündigen kann. Also es gibt da noch so kleine Pakete, die man monatlich kündigen kann, wenn man will, oder mal für einen Monat holen und mal testen und alles durchgucken und dann nächsten Monat erstmal nicht mehr. Und was sie auch machen wollen, sie wollen natürlich auch einen Bonus machen, wer jetzt aber trotzdem sagt, okay, ich will eh Bundesliga zum Beispiel gucken und die geht nun mal irgendwie ein Jahr oder eine Saison geht irgendwie 2 Jahre, ich will mich da 2 Jahre binden, dann bekommt man wohl ein sehr, sehr günstiges Angebot, was in dem Bereich liegen soll, was sonst nur Leute bekommen haben, die ihr Sky-Abo gekündigt haben und von der sogenannten Kündigungsrückholungs-Hotline angerufen wurden, von der ich selber auch sehr profitiert habe, weil ich habe eigentlich immer Sky sofort wieder gekündigt, wenn ich es verlängert hatte, weil nur dann hast du eigentlich ein gutes Angebot bekommen und das ist eigentlich schade, wenn man das machen muss, weil das verursacht ja auch Aufwand. Ich würde es eigentlich lieber einfach günstig laufen lassen, ja. Und nicht jedes Mal, wenn die was Neues haben. Da möchte ich mal ganz kurz sogar reingrätschen, weil ich habe das auch gemacht. Ich habe Sky gekündigt und ich habe jetzt mehrere Anrufe schon gehabt von Sky, aber die rufen halt immer zu Zeiten an. Also zuletzt haben sie angerufen am Spieltag vom VfB, weißt, während dem Spiel, und denkst du mir so, ey Leute, was läuft da falsch? Oder halt irgendwann vormittags, wenn ich definitiv nicht unbedingt Zeit habe, mit Sky zu telefonieren. Und ich bin jetzt bisher, konnte ich nie rangehen. Also du hast da 6, 7 Anrufe von denen und kannst nicht reingehen. Denkst du auch so, ja, geil. Und jetzt habe ich eine SMS von Sky bekommen. Ich soll mich doch mal bitte bei ihnen melden. Ja, gut, wenn sie dich so oft nicht erreicht haben, dann. Aber ich hatte auch mal dran. Ey. Da habe ich gesagt, können Sie mich, es geht gerade nicht, da war ich auf Arbeit, können Sie mich mal bitte morgen dann und dann zurückrufen. Das kam dann auch in dem Slot, den ich genannt hatte. Das war ganz gut. Ah ja. Ja. Okay. Aber gut, das eine Mal, wo ich das letzte Mal verlängert habe, haben sie mich gerade in Ägypten erreicht. Da war ich gerade irgendwie mit einem Transfertaxi irgendwo unterwegs. Aber gut, da habe ich das schnell klar gemacht. Da habe ich gesagt, ja, so und so. Und da haben die gesagt, na okay. Und, ja, aber vielleicht ist alles nicht mehr notwendig. Ja, wir hoffen es mal. Wir gucken mal, wir bleiben da mal dran. Ja, also, denn ansonsten ist es schon ganz nett. Ich finde Sky an sich sehr schön, weil ich da auch nicht aktiv die Filme aussuchen muss. Das finde ich eigentlich das Interessante. Weil ich kann dann mal reinschalten, dann kommt irgendwas, wo ich denke, oh, okay, ja, guckst du mal rein. Während, wenn ich bei Netflix, muss ich halt aktiv einen Film mir aussuchen. Es fehlt leider so diese, irgendwie so eine Zufallsfunktion oder sowas, wo ich sage, oh, zeig mir mal irgendwas oder so. Das mag ich eigentlich da so ein bisschen, dass ich zufällig irgendwelche Sachen entdecken kann bei Sky. Naja. Okay, ach ja, genau, Chris, du hast das eingetragen. Ja, das wollte ich eigentlich auch noch eintragen. Dann kannst du das mal ansprechen. Ja, Serien. Sag mir doch, dass du noch den Trainer reinschießt. Ich dachte, das gehört jetzt zu den News. Kommt immer. Ist ja total gut abgestimmt. Auf läuft. Zu zweit geht's und viel einfacher. Und zwar aus dem Nichts kam in dieser Woche, also für mich aus dem Nichts. Ich weiß nicht, ob du für da mich auch. Völlig aus, wusste. Völlig aus dem Nichts. Aus dem Nichts plötzlich eine Ankündigung von Bethesda zusammen mit Amazon, machen die nämlich eine Fallout-Serie. Und alter Verwalter, ich habe kurz ein frisches Höschen gebraucht, weil das schon sehr, sehr cool einfach wirkte, weil einfach die Aufmachung so typisch Fallout-mäßig, und ich mag das einfach. Ich mag einfach diese Fallout-Art komplett. Und jetzt kommt eine Serie von den Machern von Westworld, und das muss ja jetzt nicht unbedingt was Schlechtes heißen, weil Westworld soll ja, ich habe es nicht gesehen, aber es soll eine ganz gute Serie sein. Ich habe die ersten 2 Staffeln Westworld geguckt. Ich finde die von der Stimmung her, also ich kenne ja diese Westworld, da gab es ja Westworld, den Film, und Futureworld, damals mit Yul Brynner und so. Die fand ich ja sehr, sehr gut, und die Serie geht ein bisschen in eine andere Richtung. Fand ich auch, also ich bin nicht auf dem aktuellen Stand, weil irgendwann hat es mich doch ein bisschen, ja, nicht gelangweilt, aber es war mir halt irgendwie zu viel davon. Und ich fand aber, was sie sehr gut gemacht haben, was jetzt auch Mut macht für die Fallout-Serie, ist, dass sie wirklich das sehr, sehr, sehr gut transportiert haben. Dieses, also die alten Westworld-Filme und so in die neue Zeit mit neuer Technologie und so weiter. Und hier, also in dem Teaser, den wir gesehen haben, ja, der da rumgeht, da sieht man gar nichts. Kommt ein bisschen Musik und wir wissen jetzt noch gar nicht, worum es da geht, ob es tatsächlich eins der Spiele ist, was da quasi eine Serie bekommt, oder ein neuer Protagonist, oder ob es einfach, ja, jemand anders kommt aus dem Vault raus und muss sich da, oder jemand kommt raus in eine völlig leere Welt und wir sehen ihn durch, wie er immer durch leere Welt
Welt läuft. Muss irgendwelche Schnipsel finden, irgendwelche Holobänder, hört sich die an, sehen wir ihn so 5 Minuten lang da sitzen, wie er sich ein Holoband anhört und weiterläuft. Ja, für die, die es nicht wissen, das so, kann ich mir nicht vorstellen. So war am Anfang Fallout 76, was ich aber auch sehr schön fand. Ich mochte das sehr, dieses tatsächliche Alleinsein auf der Welt nach dem Atomkrieg und so, das mochte ich, die Stimmung. Es spricht für dich, dass du einfach mal allein sein willst. Ja, man konnte ja trotzdem viel entdecken. Ich mag ja so alte, verfallene Gebäude reingehen und entdecken, was ist da los und was könnte da passiert sein, was ist da, ja, weißt du, wie ich meine? So, wie haben die. Was ist da los? Wie haben die gelebt? Was ist da passiert? Warum sind die nicht mehr da und so? Ja, okay, der Martin hat ja übrigens jetzt gerade. Also ich bin gespannt, ich freue mich da wirklich drauf. Also, ich hoffe da auf mehr Infos. Der Martin hat jetzt gerade getippt, einen Film für nächste Woche. Ja, toll. Danke, weißt du, was Martin er getippt jetzt hat? Semper Fi. für morgen. Ja, was ein bisschen komisch ist, irgendwie das Westworld-Team. Westworld lief ja auf Netflix. Und ich dachte eigentlich, die waren da ganz okay mit Netflix und so. Und das war ja auch ein ziemlicher Erfolg. Wundert mich jetzt ein bisschen, dass die jetzt bei Amazon Prime gelandet ist. Ich hätte ehrlich gesagt lieber gehabt, weil Amazon Prime und so Sci-Fi-Serien oder überhaupt so Fantasy, ich weiß nicht, nenn mir mal ein richtig gutes Beispiel. Vielleicht fällt mir noch gerade nichts ein. Also außer jetzt den Star Trek-Serie, aber Picard. Von Videospielen, die verfilmt wurden. Nee, auf Amazon Prime irgendwelche Serien, die irgendwie ein bisschen, naja, in die Richtung gehen, weil da fallen mir eigentlich nur so schlechte Beispiele ein irgendwie. Aber gut, vielleicht ist es jetzt das erste Gute. Ja, hey, irgendwann muss es auch was Gutes geben, weil nachher guckst du irgendwas, was Top-Dinge an und sagst, boah, nichts wird mal so gut sein wie das. Und The Boys vielleicht? Ja, wobei das ja auch eine, ja, hat ein bisschen. Jetzt einfach so aus dem Bauch raus. Ich sag mal so, wenn das Ding jetzt, wenn jetzt dargestellt hätte, Bethesda zusammen mit Disney Plus oder Apple, da hätte ich schon, ich dachte, wow. weil wer weiß, was da noch dran hängt. Ne? Ich meine, wenn Disney das Ding produziert als Serie und dann vielleicht auch mal einen Film oder so, das hätte schon ein bisschen mehr Euphorie bei mir ausgelöst als Amazon Prime. Das meine ich. Okay. Und ja, na gut, warten wir einfach mal ab, mal sehen, was es steht ja auch. Ja, mal gucken, was da noch an Infos kommen und dann sieht man weiter. Wahrscheinlich, vielleicht werden sie ja sogar auf der Gamescom, die ja digital stattfindet. Übrigens, die Rocket Beans, die werden auch wieder einen kompletten Coverage machen. Die haben sich jetzt zusammengeschlossen mit ein paar anderen Publishern und Firmen und bieten quasi dann einen kompletten Stream oder Feed an, quasi für die Gamescom digital, wo ja einige Firmen Sachen nur digital vorstellen wollen. Und da denke ich mal, da wird vielleicht auch sowas mitlaufen. Also ich denke mal, Bethesda hätte da schon irgendwas gezeigt, vielleicht ein Teaser oder so. Aber gut, weil Amazon ist ja auch immer, Amazon Prime und AWS und so hier, Amazon Web Service, die sind ja auch immer auf der Gamescom gewesen. Könnte ich mir schon denken, dass sie da irgendwie die Spieler mal abholen. Ja. Okay, dann weiter zur Rätselecke. Ich weiß ja schon, wer gewinnt heute. Rätselecke. So, das Rätsel heute lautet, warum wollte sich Betsy Baker, in Klammern Schauspielerin, bei Gesprächen zu einem neuen Film mit den Verantwortlichen nur an öffentlichen Orten treffen? Du darfst Ja-Nein-Fragen stellen. Musst dich auch mit niemandem abwechseln. Betsy Baker. Boah. Ohne Google, ne? Ich überlege gerade, woher ich Betsy Baker überhaupt kenne. Also, ja. Okay, also ich gehe jetzt mal davon aus, also sag mal so, sie ist jetzt eine nicht, ältere Dame ist jetzt nicht schon, Kate Hudson oder Rachel McAdams. Das hört okay, man ja nein, sagen wir mal, okay, ich darf nur Ja-Nein-Fragen stellen. Also, ja. Ist Betsy Baker älter als 50 Jahre? Oh, Moment, das muss ich kurz googeln. Das ist ja so eine konkrete Frage hier. Es ist ja hervorragend, dass du so drauf vorbereitet bist. Ich würde tippen, sie ist noch keine 50, aber lass mich das mal. doch, sie ist schon. Meine Damen und Herren, die nachfolgende Sendung verschiebt sich um circa 10 Minuten. Sie ist 1955 geboren. Ich denke, ich darf nur Ja-Nein-Fragen stellen.
Also sie ist älter als 50. Ja, okay. Amerikanerin? Geboren in Iowa, ja. Ja. Du gibst mir hier irgendwelche Leute, wo ich mich nicht kenne, und dann versuche ich erstmal ein Profil zu erstellen. Du hast keine Ahnung. Das spricht für dich. Okay, das heißt, sie ist auf jeden Fall Schauspielerin. Habe ich gesagt, in der Fragestellung. Das war auch keine Frage, deswegen ging meine Stimme nicht nach oben. Okay. Da muss man ja auf die Nuancen hier hören. Oh, der Gott des Himmels willen. Und die wollte sich nur an öffentlichen Plätzen treffen. Also ich lese nochmal die Frage vor. Warum wollte sich Betsy Baker, in Klammern Schauspielerin, bei Gesprächen zu ihrem neuen Film mit den Verantwortlichen nur an öffentlichen Orten treffen? Also das ist jetzt aktuell ein neuer Film? Nein. Um Gottes Himmels willen. Hat sie früher in Pornos mitgespielt? Nein, also nicht, dass ich wüsste. Soll ich das googeln? Aber das könnte gefährlich werden. Gottes Willen, was könnte das sein? Brauchst du eine Hilfe? Nein, lass mich mal überlegen, was ich fragen könnte. Ich gehe gerade durch. Also ich kenne sie nicht wirklich. Das heißt, vielleicht wenn ich sie sehen würde, würde es mir was helfen, aber ist egal. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht jetzt in wirklich... Okay, hat sie in einem Film mitgespielt, der einen Oscar gewonnen hat? Warte mal, lass mal gucken hier. Hatte sie die Hauptrolle in einem Oscar-Film? Lass mal gucken, ist hier irgendwie Awards oder sowas? Sag doch einfach nein, ganz garantiert. Also nein. Nicht, dass ich wüsste, weil sie hat, du weißt jetzt, sie ist 65, also sie hat ja in vielen Filmen mitgespielt. Also jetzt muss ich mal, Awards steht nichts drin. Also sie hat keinen Award gewonnen, oder? Nein. Aber du kennst sie und den Film auch. Ich sag ja, wahrscheinlich, wenn ich sie sehe, kenne ich sie. Okay, das heißt, sie hat in irgendwelchen eher unbekannten oder in eher kleineren Filmen mitgespielt. So, das heißt, Pornos haben wir schon ausgeschlossen. Da kennst du dich halt auch besser aus wie ich, weil ich gucke ja sowas nicht. das heißt, entweder tingelt sie durch Serien, aber es gibt ja auch Filme. Zu einem neuen Film. Warum wollte sie sich bei Gesprächen zu einem neuen Film mit den Verantwortlichen nur an öffentlichen Orten treffen? Hatte der Film ein etwas seltsames Thema? Ja. Oh. Dann war es bestimmt irgendein Horrorfilm oder sowas, ne? War das jetzt schon eine Frage? Okay, war es ein Horrorfilm? Ja. Ah. Na, klasse. Okay, es war ein Horrorfilm. Gott, das muss ja ewig her sein. Was weiß ich, hat sie mal in einem Horrorfilm mitgespielt und davon irgendwelche psychische Belastungen mitgebracht, dass sie sich nicht mehr in öffentliche Plätze getraut hat, als dann irgendjemand kam und sagt, hey, hättest du nicht Lust, dann damit zu spielen, dass sie sich da nicht hingetraut hat? Nee. Ha, nein? Also nicht, dass ich wüsste. Hat jetzt mit der Frage nichts. Also. Es war eigentlich eine Lösung für die Frage. Das wüsste ich nicht, ob sie da irgendwas, also das hat damit nichts zu tun jetzt. Hatte sie Angst vor den Produzenten? Ja. Ah! Oh Gott. Weil die Produzenten halt auch die ganze Zeit nur so Horrorzeug gemacht haben und sie hatte Angst, dass sie die erschrecken, um zu gucken, wie sie reagiert. Ja. Warte mal, weil die Produzenten sie erschrecken? Nein, das ist nein. Okay, weil jemand anders sie erschreckt? Nein. Weil sie sonst jemanden erschreckt? Nein. Mit ihrem Aussehen so, buh. Nein. Oh Gott, das wäre, also nur an öffentlichen Plätzen. Vielleicht hat sie, nein, keine Ahnung.
Es kann ja alles sein. Also, aber es hat was mit dem, es hat was mit diesem Horrorfilm zu tun. Ja, definitiv. Hat sie. Du kennst okay, sowohl, ich sag mal, ich gebe dir mal eine kleine Hilfe. Du kennst sowohl den Film, bin ich mir ziemlich sicher. Du kennst sowohl sie als Schauspielerin in dem Film, nehme ich mal ganz stark an, weil du den Film ja kennst, weil das ist die in dem Film. Und du kennst auch die Verantwortlichen, die ich meine, weshalb sie sich mit. Ach du Scheiße, Mann. Also ich würde jetzt nicht irgendwas fragen aus der untersten Videothekenschublade, was keiner kennt hier so, ne? Also. Jetzt überleg mal ein bisschen, was gab es denn damals so für vor ein paar Jahren. Ja, du bist ja witzig. Wann ist denn damals? Ja, das ist schon eine Weile her. Die Frau ist wie alt, hast du gesagt? Über 50. Also ja, sie war damals, sie in den letzten jünger. 50 Jahre Filmgeschichte. Sie war jünger, genau. Da gibt es ja nicht viele Horrorfilme, an die man sich heute noch so erinnert. Okay, dann fangen wir das anders an. War es ein Horrorfilm in den 80er Jahren? 80er meinst du von 1970 bis 1980 oder meinst du 80 plus? Das wären die 70er Jahre. Also meinst du 1980 bis 90, ja? Ja, nein, echt 80 bis 89, aber ja. Ja, 80 bis 89, ja. Ah, okay. Genauer gesagt, deine Hilfe 81. Und es ist ein bekannter Horrorfilm aus den 80er Jahren. Ja, definitiv. Scheiße, wie heißt er? Ja. Ich fange gerade hier. Ist auch im Museum. Da gab es die Modern Serie wieder als Neuauflage. Ja, ist auch im Museum of Modern Art ausgestellt, der Film. Oh, Gottes Willen. Ja. Dann ist es, glaube ich, der Evil Dead, kann das sein? Genau. Das ist vollkommen richtig. So, und warum wollte sie sich jetzt mit den Verantwortlichen in Gesprächen zu diesem Film nur an öffentlichen Orten treffen? Weil sie Angst vor Sam Raimi hatte? Ja gut, ich lasse mal gelten. Okay, also. Nein. Also Sam Raimi hatte ja vorher einen Kurzfilm gedreht, der hieß Within the Woods, der quasi die Geschichte von Evil Dead, von Tanz der Teufel auf Deutsch, schon mal in Kurzfassung skizziert, der ziemlich abgefahren war, sehr blutig. Und Betsy Baker hatte vorher eher so andere Rollen gespielt. Sie spielt übrigens die Linda in dem Film, die dann auch zersägt wird, weil sie ja besessen ist. Ah. Und also die Freundin von Bruce Campbell. Und sie hat vorher ganz andere Rollen gespielt. Und als sie dann gefragt wurde, und da wurde ihr der Kurzfilm zugeschickt und das Skript, und da hat sie gedacht, what the fuck, sind die völlig krank, die Leute? Also, und ihr Manager hat aber gesagt, ja, nee, hör dir das mal an, also das könnte doch ganz gut werden und so. Und deswegen wollte sie sich mit diesen creepy Leuten dann wirklich nur an öffentlichen Orten erstmal treffen, weil sie dachte, die sind völlig bescheuert und krank im Gehirn. Und ja, das war damals okay. Sam Raimi und der Produzent. Genau. Also, ach, hier ist der Wortlaut sogar. Sie verriet, dass sie von dem Projekt wenig hielt und nachdem sie das Skript las und sich zunächst nur an öffentlichen Orten mit den Machern treffen wollte, weil sie diese zunächst für dubios und unheimlich hielt. Ja, wird auch sehr schön erwähnt auf der Blu-ray von Evil Dead in der roten Edition, also Uncut mit allem möglichen Material in dem Kommentartrack und so, da wird das auch mit erwähnen. Und warum habe ich das genommen? Das weil The Grudge auch von Sam Raimi produziert ist. Komm, also, aber das ist ja unfassbar spezifisch. Das ist ja, wie wenn ich jetzt fragen würde, hier anhand aus welchem Material war die Kralle von hier Freddy Krueger? Ja, ne, so spezifisch war es jetzt nicht. Ich habe ja auch ein bisschen geholfen. Ich meine, wenn es zu zweit geht, es leichter, das ist klar. Wenn da redet mal einer was, einer kommt auf eine andere Idee. Aber du hast doch in fünf Minuten das rausgekriegt. Das kam dir nur länger vor wahrscheinlich. War doch gut. Ja, ich bin ja nicht dumm, aber... Ah, gut. Ist vielleicht auch ganz interessant für die Hörer gewesen da. Ja. Das heißt, du bist nächstes Mal dran, weil du hast es erraten. Völlig, völlig überraschend. Oh mein Gott. Ja. Ja, dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön, dankeschön. Sehr gut. Dankeschön. Dann kommen wir mal zu den Musiktipps der Woche. Music.
Hat ihr die Kate auch irgendwelche zukommen lassen? Nein, ne? Nicht. Nein. Nein. Ah, ich sehe schon. Gibt es das auf Spotify, was du hast? Ja, alles gibt es auf Spotify. Okay. Auch Lala Ding Dong? Ja. Ach so. Ja, ja, Ding Dong gibt es auch. Hätte ich ja das nehmen können. Ah, nee, jetzt habe ich was anderes. Also, was hast du? Ich habe Will Ferrell und My Marianne aus dem unschlagbar guten Film Story of Fire Saga, Eurovision Story of Fire Saga, habe ich den Song Husavik My Hometown. Ah, ich sehe es hier. Ach, tatsächlich, ja, ja, Ding Dong gibt es ja auch, ey. Ja, ist ja, ja, total krass. Ding Dong. Ja, ich dachte, du hast es daher. Nee, nee, ich habe von YouTube abgespielt vorhin. Ja, Husavik, ey, wo ich das gesehen habe, wir hatten da mit der Firma mal ein Projekt in Husavik und da mussten wir gucken, ja, dass wir die Leute unterbringen und da gibt es irgendwie nur ein Hotel und dann haben die sogar noch schnell irgendwie ein Hotel gebaut für die Baustelle, damit die Leute, weil die haben dann irgendwie so ein Kraftwerk da gebaut, so ein und war total verrückt, weil da gab es irgendwie nichts, ja, wo du mal irgendwie so ein paar hundert Baustellenmitarbeiter irgendwie unterbringen konntest, weil du kannst die auch nicht in so Container unterbringen, weil es ganz schön kalt wird und so. Also üblicherweise hast du ja auch diese Baustellencontainer, ne? Ja. Ah ja. Okay, und ich habe in Anlehnung an unseren Semper Fi-Film den Song von Paul Hardcastle 19, den es leider auf Spotify nicht in der deutschen Version gibt. Ich hatte extra gesucht gehabt hier, aber dann nehme ich den in der englischen. Ihr könnt ja alle Englisch, liebe Hörer. Dann müsst ihr euch das mal übersetzen, die Samples. Die. Ja. Okay, dann sind wir ja eigentlich schon soweit durch für heute. Ich wollte mal noch wieder mal Danke sagen an alle, die uns auf Patreon unterstützen. Das sind ja mittlerweile auch schon einige geworden und da gab es ja jetzt auch wieder die monatliche Abrechnung. Vielen Dank, dass ihr alle noch dabei seid. Alle, Dankeschön. Die, alle, die, ja, danke, danke. Alle, die es noch nicht wissen, wie das geht. Also wir hatten ja früher mal diverse andere Möglichkeiten mit Amazon und sonst was alles. Also das gibt es jetzt alles nicht mehr, sondern wir nutzen jetzt Patreon. Oh. Da gibt es verschiedene Stufen und fängt an bei 1 Euro im Monat. Also wenn ihr sagt, ja, hier 4 Sendungen, also einmal pro Woche, das finde ich ganz nett, über Kinofilme informiert zu werden. Ich werfe da mal 1 Euro in den Hut, dann würden wir uns sehr freuen und unterstützt dann damit hier den Kinocast, die ganzen Serverkosten und was da alles so dranhängt. Und natürlich, ihr könnt aber auch mehr machen. Ne? Und wenn ihr jemanden kennt, der das auch gut findet, könnt ihr das auch machen. Genau, könnt auch mehr spenden, gibt es da verschiedene Stufen, also wie ihr da möchtet, liebe Hörer. Ansonsten freuen wir sind ja nicht käuflich, aber in dem Fall schon. ansonsten, schreibt uns Kommentare, wie ihr das so fandet, vielleicht so zu den Filmen, die wir besprochen haben oder mal so Tipps für andere Sachen, die wir vielleicht noch nicht so besprochen haben und die vielleicht auch irgendwie cool sind. Und dann freuen wir uns, wenn wir dann nächste Woche wieder da sind und einen coolen Film für euch berichten. Vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Tschüss. Sehr gerne. Und ciao. Hat aber jetzt gedauert. Ja, ich musste Luft holen. 1, 2, 3, 4. When I feel your gentle touch and then... Nein. Bis bald im Kinocast.